Willkommen zurück zu einer neuen Folge von SFS Tutorial und ihr habt euch gewünscht, dass ich ein Moon Rover Tutorial mache und hier haben wir es. Wir werden eine Rakete bauen, die zum Mond fliegt und einen kleinen Rover absetzt und an sich, wir müssen eigentlich nicht mehr zum Mond, wir haben hier beide Achievements schon geschafft, aber ihr habt es euch gewünscht und es wurde ein paar Dutzende Male vorgeschlagen, deshalb machen wir das einfach mal. Wir bauen eine Rakete und wie immer in dem kleinen Bauplan hier und ohne jegliche Expansionsteile. Und wir beginnen einfach mit dem Rover ganz zu Anfang. Eine kleine Sonde, die hat im Grunde genau dieselbe Funktionalität wie eine Kapsel, nur dass theoretisch kein Astronaut drin sitzt, sondern dass es eben eine Maschine ist. Da packen wir zwei kleine Räder dran und das ist im Grunde der Rover. Viel weiter können wir nichts machen, denn ansonsten würde der nicht in die kleinen Nutzlastverkleidung reinpassen, denn ohne Expansion hat man eben nur die 6 Breiten und würde man den irgendwie noch größer machen, dann wird es deutlich schwieriger, den irgendwie zu bauen. Wir machen da auch gleich mal hier, zumindest oben schon mal, die beiden kleineren Nutzlastverkleidungen hin. Und den schieben wir hier erstmal weiter nach unten. Wir gehen zu den Grundlagenteilen. Wir packen da einen Fallschirm hin. Dann die 6 breiten Teile. Die kommen, da kommt so ein kleiner Treibstofftank hin. Dort nehmen wir das meiste vom Treibstoff raus, sodass nur noch 0,86 Tonnen an Treibstoff drin sind. Dann zwei Kolibri-Triebwerke, links und rechts. Und ich habe das gerade schön kaputt gemacht. So und so, jetzt funktioniert es wieder. Dort packen wir dann eine Menge strukturelle Teile dran. Einmal hier, 4 und nochmal 2 und noch ein einzelnes. So, da machen wir die Symmetrie an. Wir stecken das mal so dahin, ein strukturelles Teil hier hin. Dann nehmen wir eine kleine Andockluke, drehen die einmal um und damit haben wir hier quasi das Landesetup quasi fertig. Wir nehmen hier noch zwei weitere von den Nutzlastverkleidungen, genau. Dann holen wir uns hier einen 6 breiten Separator. Und damit haben wir hier die oberste Stufe, die letzte Stufe, Landestufe, wie auch immer, fertig gebaut. Dann holen wir uns hier zwei 20 Tonnen Treibstofftanks, ein Verleihentriebwerk in der Mitte, zwei daneben. Dann darunter kommen zwei Separatoren hin, zweimal 20 Tonnen Treibstofftanks und zwei Falkentriebwerke. Und zu guter Letzt noch zwei RCS-Düsen. Und damit haben wir die Rakete. Und wir können... Genau. Wir können den ganzen Rahmen jetzt wegmachen, denn das ist die ganze Rakete. Jetzt noch die Stufenanordnung. Als erstes wählen wir die Triebwerke aus und schalten sie an. In die erste Stufe die beiden Separatoren und die drei Triebwerke, dann die Nutzlastverkleidung und dort machen wir oben die Separationskraft auf maximale Stufe. Das sprengt es dann quasi ein bisschen stärker ab. Dann hier diesen Separator und die beiden Triebwerke und zu guter Letzt die kleine Andockluke. Und damit haben wir die ganze Maschine hier fertig gebaut. Wirklich mehr braucht man nicht, um einen einfachen Rover auf den Mond zu bringen. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal. Da haben wir die kleine Rakete. Wir erhöhen den Schub auf 100%. Zoomen halt ein bisschen raus, obwohl es hier gar nicht so nötig ist. Und dann starten wir die Triebwerke. Und wie immer, wir folgen der Winkelanzeige um links bis 75 Grad, bis der Treibstoff leer ist. Und dann starten wir die nächste Stufe.
So, wir haben keinen Treibstoff mehr. Starten einfach die nächste Stufe. Und jetzt können wir auch die Triebwerke wieder ausschalten, denn wir haben eine Apoapsis von über 32 Kilometern. So, aus. Dann drehen wir uns nach rechts. Und zwar, dass wir fast horizontal liegen. Bei 25 Kilometern öffnen wir dann die Nutzlastverkleidung. Und ihr seht, das öffnet sich oben sehr viel weiter und springt es dann in so einem Bogen heraus. Ich finde das an sich deutlich besser als die normale Öffnung, wo es einfach nur zur Hälfte aufgeht. Jedenfalls bei 30 Kilometern starten wir dann wieder die Triebwerke, beziehungsweise ich würde mich noch ein bisschen weiter nach rechts drehen. Wir haben sehr viel Schub in dieser Rakete. Wir haben drei Verleihentriebwerke. Und das ist im Grunde mehr Schub, als wir jemals brauchen werden. Aber ihr seht, wir kommen hier auf die Apoapsis zu. Heißt, wir drehen ein bisschen nach links, um das Ganze ein bisschen zu verlangsamen. Und jetzt bewegt sie sich wieder von uns weg. Das heißt, wir drehen nach rechts. Und das machen wir dann, bis wir 1670 Meter pro Sekunde haben. Und die haben wir hier fast. Wir zoomen mal kurz raus. Gucken, wie viel da noch fehlt. 100 Meter. Und da haben wir es. So, dann kann man einmal abspeichern. Und ich denke, das mache ich heute jetzt auch einfach mal. Also, einfach ein Quick Save erstellen. Ich mache einfach mal eine neue Datei. Ist relativ irrelevant. Dann navigieren wir zum Mond. Dann haben wir hier eben diese gestrichelte Linie. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut euch das Mond-Tutorial dazu an. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Transferfenster. Und ihr seht, die Linie geht nach unten links. Und in diese Richtung müssen wir dann eben auch zeigen. Heißt, wir drehen uns nach unten links. So, dann beschleunigen wir die Zeit bis kurz vorm Transferfenster. Klicken einmal auf die Bahn und sagen Transfer hier. Und noch ein bisschen näher. Dann müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Noch ein bisschen weiter nach rechts drehen. Da haben wir noch knapp 60% drin. Kurz vorher starten wir dann die Triebwerke, erhöhen den Schub auf 100%. Dann sind wir auf dem Weg, eine Bahn zu erreichen, die uns zum Mond bringt. Ihr seht auch die Zahl, die immer kleiner wird. Das ist quasi das Delta V, also die Geschwindigkeitsänderung, die wir noch benötigen, um eine Begegnung mit dem Mond zu bekommen. Und ihr seht jetzt hier, wir haben eine Begegnung mit dem Mond. Und ich werde die Periapsis noch ein bisschen kleiner machen, auf knapp über 5 Kilometer. Das ist ganz gut. Im Notfall kann man auch die RCS-Düsen, die wir an der Seite angebaut haben, nutzen, um es noch ein bisschen feiner zu machen, aber das war schon ziemlich gut. Wir klicken auf die Bahn kurz vor der Periapsis und sagen Transfer hier. Dann drehen wir uns nach rechts. Denn wir würden ja hier links am Mond vorbeifliegen, heißt in die Gegenrichtung, wir wollen ja verlangsamen. Und wir können uns jetzt mal hier die schönen Sterne anschauen. Die waren lange Zeit nicht verfügbar durch irgendeinen komischen Bug. Der wurde endlich gefixt und jetzt sehen wir die Sterne wieder. Und jetzt verschwinden sie leider wieder, weil wir so nah an dem Mond dran sind. Wir gehen kurz vor die Periapsis. Justieren noch einmal nach und dann starten wir wieder die Triebwerke und ihr seht, wir haben so viel Schub, das geht innerhalb von wenigen Sekunden. Und da haben wir eine niedrige Umlaufbahn um den Mond und theoretisch kann man hier auch wieder ein bisschen nachjustieren, dass beide über 5 Kilometer hoch sind, damit wir hier eine Zeitbeschleunigung machen können. Ich würde nochmal abspeichern, einfach so, weil man es kann. Und dann können wir an vielen verschiedenen Orten landen. Die Oberhälfte hier ist relativ langweilig. Hier unten sind 5 verschiedene Punkte. Und ich würde sagen, wir landen am bzw. im Kopernikus-Krater. Und der Punkt liegt natürlich nicht auf irgendeinem Krater, sondern auf so einer, ja, auf so einem winzigen Krater, nicht auf einem großen. Ich denke mal, wir landen hier in der Nähe. Heißt, wir beschleunigen einfach mal die Zeit bis kurz davor. Und da zeigen wir schon die richtige Richtung. Das ist sehr schön.
Sonst müssen wir einfach gegen die Flugrichtung zeigen. Wir starten die Triebwerke und warten darauf, dass unsere Bahn genau diesen Punkt erreicht. Ich will genau neben dem Krater landen. Und dann starten wir einfach die nächste Stufe. Wir haben noch Treibstoff, aber das werden wir überhaupt nicht benötigen. Denn wir haben genügend Treibstoff hier drin, um zu landen. Dann beschleunigen wir die Zeit ein bisschen und die untere Stufe fliegt langsam von uns weg. Dann beschleunigen wir die Zeit noch ein bisschen mehr, denn wir sind super langsam. Ganz wichtig darauf zu achten, dass die Geschwindigkeit auf unter 100 Meter pro Sekunde bleibt. Zumindest hier in den höheren Ebenen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier so eine kleine Korrektion auf unter 80 Meter pro Sekunde. Unter 500 Meter würde ich dann euch empfehlen, unter 50 Meter pro Sekunde zu bleiben. Also wir machen hier nochmal eine kleine Korrektion. Und dann starten hier unseren Landeprozess. Erstmal unsere horizontale Geschwindigkeit verringern. Und dann unsere vertikale. Ich würde mal ein bisschen nach rechts drehen. Da ist der Rest unserer Stufe. So erhöhen wir den Schub noch ein bisschen. Ich meine, die Räder sind ziemlich solide gebaut. Die halten einen Einschlag von 50 Meter pro Sekunde stand. Aber wir wollen das ja nicht komplett ausnutzen, deshalb versuchen wir mal sanft zu landen. So, und wenn wir kurz über dem Boden sind, erhöhen wir den Schub und koppeln dann ab, theoretisch auch mit der Stufe. Aber jetzt sind wir gelandet und die Landestufe hier fliegt einfach weg, während ein Teil unserer Rakete einfach unter dem Boden durchgeht. Ja gut, daran kann ich nichts ändern. Jedenfalls, die Stufe hat hier gleich keinen Treibstoff mehr und die wird dann irgendwann auf dem Mond wieder einkrachen. Jetzt haben wir hier unseren Rover. Hier haben wir so ein bisschen Schrott, ja, von der anderen Stufe und, keine Ahnung, ein Teil ist in den Boden reingesunken. Jedenfalls, wir haben hier den Rover. Wir warten mal, bis das wieder runterkommt. Da ist es. Wir können auch den Einschlag einmal beobachten. Wir haben ja die Zeit dazu. Und okay. Das ist ein cooler Bug. Ja. Okay, wir gehen mal weg. Und löschen das besser. Ja, einfach löschen. Und dann können wir auch sagen, wir löschen hier die ganzen Überreste und speichern nochmal ab. Sollte der Rover umkippen, der hat eigentlich genug Kraft, um sich wieder umzudrehen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, denn die Kapsel will natürlich die eigentliche Rakete die ganze Zeit drehen. Wir wollen das aber eigentlich nicht, deshalb das ist ein bisschen schwierig, man muss immer so ein bisschen tippen, damit er fährt. Und dann können wir jetzt im Grunde in das Zentrum des Kraters reinfahren. Aber ich werde hier einmal rauszoomen. Da seht ihr, der Krater ist ziemlich groß. Wir sind ja hier beim, wie ist der? Copernicus, genau. Beim Copernicus-Krater. Und damit haben wir die Mission im Grunde erfüllt. Haben wir nochmal den Mond plus Sterne diesmal. Das ist doch sehr schön. Und im Grunde war es das. Das war es mit der Folge. Wir haben die Mission erledigt. Weiteres gibt es nichts zu tun. Und das hat ein bisschen gebuggt, aber egal. Wir haben den kleinen Rover hier. Können jetzt den Mond erkunden. Wir rutschen tatsächlich. Fahren wir mal wieder aus dem Krater raus. War auf einer Fläche, die relativ flach ist. So, einmal nach links bitte. Ich glaube, hier ist es besser. Schalten wir die Räder wieder aus. Jetzt sollten wir nicht mehr rutschen. Nein, sieht nicht so aus. Dann ist alles in Ordnung. Also, das war's mit der Folge.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.